Co-Main Event of the Evening und es geht um die Intercontinental Championship. Denn der Mann hier hat sich seine Chance verdient, gegen Chris Jericho anzutreten und eventuell wieder Intercontinental Champion zu werden. War er ja schon mal im Universe Mode, nachdem er auf spektakuläre Art und Weise Gunther mit der Money in the Bank Briefcase beim SummerSlam entthront hat. Wer konnte das vergessen? Legendäres Steel Cage Match zwischen Gunther und Solo. Und am Ende kam Sami Zayn dazu. Und hat die Nummer für sich entschieden. Und das soll jetzt hier bei Elimination Chamber wieder passieren. Und Sami Zayn ist hyped dafür. Also Sami Zayn wartet und er ist er. Der Champ. Y2J, Chris Jericho. Genau, der ja... nach seinem Intercontinental Championship-Sieg auf einem ziemlich nicen Run ist. Und der Rekordhalter der Intercontinental Championship will natürlich so kurz vor WrestleMania mit allem, was er hat, an der Championship festhalten. Und ganz ehrlich, so viel Erfahrung und so viel üble Intentionen wie Jericho hat, traue ich ihm das auch zu. Ja, der ist schon seit mehr als 20 Jahren dabei. Und er findet sich gefühlt jede Woche neu und hat immer noch die Physis, die es braucht, um in dem Sport hier mithalten zu können. Und das ist natürlich extremst krass in dem Alter, in dem Jericho sich mittlerweile befindet. Also, ja, nichts anderes als eine lebende Legende, die wir hier aktuell sehen. Ja, ich bin sehr, sehr lange dabei. Auch viele Rivalitäten gegen andere Wrestler. Ja, hat sie eigentlich alle durch. Hat eigentlich mit jedem seine Matches gehabt. Aber die Fans wissen ihn aktuell immer noch nicht so richtig zu schätzen. Zumindest ist das auch sein Gefühl. Und dementsprechend geht es jetzt hier um alles für beide Kontrahenten, um bei WrestleMania dabei zu sein. Denn das können nur die Besten. Introducing the Challenger from Montreal, Quebec, Canada, weighing in at 212 pounds. And his opponent from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 227 pounds. He is the WWE Intercontinental Champion, Chris Jericho. Ja, Jericho scheint sich auch so ein bisschen, naja, unfreiwillig von seiner Championship zu trennen. Kann man ihm natürlich auch nicht zum Vorwurf machen. Also Zayn, Jericho, WrestleMania, one on one. Und Jericho. Ja, ich weiß, aber auf dem Weg zu WrestleMania. WrestleMania steht auf dem Spiel für beide hier. Ja. Beide aus Kanada. Ja, ist vielleicht auch noch ein Faktor. Oh! Beide verletzen sich. Direkt erstmal der Crossbody, aber Jericho kann capitalisen, rennt in die Corner, tut sich weh, aber der Bulldog, der tut auch weh. Und jetzt gibt es hier die Punches von Jericho mit dem Slap hinterher. Zayn antwortet mit den harten Elbow Strikes und nimmt anscheinend erstmal ein eigenes Rap-Album auf. Zeigt aber noch immer die Pose der Bloodline. Und dann zieht ab. Harter wird Stopp. Jericho geht in den Fireman's Carry und stretcht erstmal. Ein schöner Chiropraktiker-Move da von Jericho. Geht aufs zweite Seil und Zayn zeigt sich unbeeindruckt davon. Beide taunten so ein bisschen. Und Jericho kommt mit der Leaping Clothesline und dem Elbow.
Zane jetzt auf dem Boden. Elbow. Konter. Oh, der High Angle Dropkick. Zane jetzt auf der Top Rope. Jericho versucht es zu verhindern. Wird jetzt oben in den Augen. Und die, das Wortgefecht der beiden ist auf jeden Fall real hier. Dropkick gegen den Block von Zane. Jericho zeigt seine Dominanz im Ring. Hat jetzt Sammy mit dem Körpertreffer auf der Stelle. Aber der nächste Dropkick. Superkick Attempt von Zane, aber der Enziguri, der Patented Signature Enziguri von Jericho. Strike-Konter von Y2J. Jetzt geht es hier in die Ecke für Zane und auch für Jericho. Der Zane da jetzt auf der Top Rope hat, geht für einen Hurricane Runner. In der Top Rope. Oh, und noch der Elbow. Und die Fans finden das. Awesome. Blind Souls geht daneben von Jericho. Chance für Zane. Und die Nutzer. Blue Thunderbomb! Zane ist sich sicher, dass er hier den Sieg hat. Aber es ist nur die 2. Oh Gott, ein harter Irish Whip. Also man kann schon fast sagen, Zane ist Jericho schon körperlich überlegen. So selten man das über Sami Zane gegen irgendjemanden sagen kann. Und Jericho ist jetzt hier in einer ganz schlechten Situation. Eluva Kick! Trifft 1A Square ins Face gegen Jericho. 1-2 Kick out. Oh my. Und Zane kann es nicht fassen. Ja, Zane geht nochmal dem Ref hinterher, diskutiert da so ein bisschen. Aber realisiert nicht, dass Jericho schon wieder oben ist. Und er kommt jetzt mit seinem Roll-Up. Versucht sich hier mit seiner Championship davon zu stehlen. Zane kickt aber aus. Oh, Elbow. Beide sprechen weiter miteinander. Und Zane geht jetzt hier für seine Clotheslines. Drunter durch. Nächster Dropkick von Sammy. Und Jericho kommt wieder langsam auf die Füße. Ist noch ganz benommen von der Aktion von Zane. Mein Vorarm von Jericho. Konter. Konter in den Konter. Jericho kommt jetzt mit einem Elbow. Schubst Zane einfach um. Weicht auch drunter durch. Aus! Und dann gibt es die Clothesline. Zane ist in der Corner. Oh mein Gott. Also Jericho und Zane zeigen hier beide keine Gnade füreinander. Codebreaker. Alter. Diese Kickouts, die werden zu viel für mein Herz. Da bin ich ehrlich. Einfach Kick gemacht. Out of nowhere. Jericho wartet jetzt auf Zane auf der Top Rope. Crossbody, Konter von Zane. Fängt Jericho. Zeigt seine Power. Jetzt ist Zane auf der Top Rope. Jericho kommt. Oh mein Gott, Codebreaker! Wie war es das? Wie war es das nicht? Ja eben, wie war es das nicht? What? Und Zane ist hier immer noch im Fight. Oh no, Jericho. Jericho macht einen schweren Fehler. Jericho ist in der Corner, aber Zane ist selber irgendwie out of position.
Jericho wird jetzt hier platziert von Zayn. Der geht für seinen Exploder in die Corner. Jericho ist wieder in der Corner und es gibt den nächsten Maneuver-Kick. Alter, Last-Ditch-Effort, Last-Ditch-Kick-Out von Jericho. Beide sind noch. Ich kann auch einfach nicht mehr hier. Clothesline. Zayn ist fertig. Zieht sich an den Seilen hoch. Jericho mit dem Irish Whip. Oh, Judas Effect Elbow. Zayns Stirn ist blutig. Und der Titelrun von Jericho geht weiter. Geht weiter. Nach einem. Champion, Chris. Oh my. Also Zayn hat alles entgegengeschmissen, aber am Ende waren die ganzen harten Aktionen von Jericho einfach zu viel. Absolut krasser Auftritt von Jericho, aber auch Props an Zayn. Die Intercontinental Championship ist beliebter denn je. Main Event Time und es geht um die World Heavyweight Championship im Elimination Chamber. Das Match, was dem Pay-Per-View hier seinen Namen gibt. Und der Rated R Superstar kommt raus und quatscht noch mal ein bisschen mit den Fans. Aber wenn er nach wie vor nicht super beliebt ist bei denen. Aber das Feuerwerk muss sein. The following contest is an elimination. The World Heavyweight Championship! Introducing the challenger from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 249 pounds, the Rated R Superstar Edge! Ja, der Rated R Superstar im Elimination Chamber, keine Neuigkeit. Der Mann wird bereit zu vielem sein, um hier die Championship zu gewinnen. Kurz vor WrestleMania. Jetzt das, sich was aus. Das ist der schöne Pot, den Edge bekommt. Und wir begrüßen unseren nächsten Competitor, den ehemaligen World Heavyweight Champion, Ilja Dragunov. Und der ist immer mit seiner schönen Symphony der Gewalt quasi am Start. Und das wird heute in diesem extremen Match natürlich nicht anders laufen. Slappt nochmal gut den Boden durch. Und jetzt auf für Dragunov. From Moscow, Russia, weighing in at 187 pounds, Ilja Dragunov. Und viele wissen ja nicht, der Mann ist zwar Russe, aber der war lange in Deutschland, in Dresden. Und deswegen auch sein Twitter-Account, unbesiegbar Dragunov. Also im Spirit ist er auch auf jeden Fall mit Deutschland sehr stark verbunden. Deswegen kann man auf jeden Fall stolz sein, dass dieser Mann in diesem Match hier drin ist. Und auch schon ein ehemaliger World Heavyweight Champion ist. Nummer 3 kommt raus. Und genau, wie du schon sagst, es ist der Psychopath von NXT, es ist Dijak. Und an dem Mann kannst du dir die Augen nicht satt sehen, zumindest sagt er das. Und was wäre das bitte für ein Upset, wenn der ehemalige Intercontinental Champion hier zu WrestleMania mit der World Heavyweight Championship im Gepäck fahren würde? Wie krank wäre das bitte?
was schon eine Erfolgsstory, die seinesgleichen suchen würde. Aber das sind alles Träume und Sachen, die in den Sternen stehen. Und Dijak muss natürlich erstmal die Arbeit erledigen und in diesem Match irgendwie durchkommen. Und dann natürlich auch noch probieren zu gewinnen. Die Nummer 5. Nummer 5, ja. Die sich oder? Jetzt zu uns gesellen wird. Wie ist die Nummer 4? Was auch immer. Mathe ist nicht meine Stärke. Meine Stärke ist es, den Almighty anzupreisen. Der bei SmackDown seinen Platz eingelöst hat. Und dafür gesorgt hat, hier teilzunehmen. Und noch ein ehemaliger Champion. Genau. Ehemaliger WWE Champion, ehemaliger ECW Champion und ehemaliger United States Champion. Und ich sag dir, der Mann hier, der ist auf jeden Fall ein Favorit in meinen Augen. Kann hier durchaus die World Heavyweight Championship gewinnen und dafür sorgen, dass er zu WrestleMania als Champion fahren wird. Hat er bisher noch nicht geschafft. Aber die Chance ist auf jeden Fall da und die Chance ist auch nicht klein. Und Lashley ist genauso wie alle anderen in einem Pod. Oder? Haben wir schon alle Pods voll? Ich bin mir nicht sicher. Nein, ein Pod ist noch leer und da wird Lashley reingehen. Oh, und da ist der Champion. The champion representing Imperium from Vienna, Austria, weighing in at 297 pounds. He is the World Heavyweight Champion, Gunther! Und Marvin, ganz kurz, wie insane wäre das bitte, wenn Gunther hier als World Champion rausgeht und wir am Ende Imperium haben, die Undisputed Tag Team und auch noch World Heavyweight Champions wären? Das ist sehr krass. Hat denn solche Sachen wie Shield nicht geschafft? Ja, zum Beispiel. Und Gunther zeigt auch an hier, ich bin Champion, das wird auch so bleiben. Gibt seine Championship ab an den Referee und dann machen wir uns bereit für das Beast in Carnage. Brock Lesnar, ja. Und wenn man jemanden auf dem Zettel haben muss, dann auch natürlich Brock Lesnar. Absolut. Ich meine, ich erinnere mal an Elimination Chamber vor ein paar Jahren. Da ging es auch um die WWE Championship. Und Lesnar gewann das Ganze, indem er Austin Theory vom Pod oben F5 hat. Ja. War auch crazy anzusehen. Absolut crazy. Und ich denke, das sind die beiden Worte, die Lesnar mit am besten beschreiben. Neben Beast in Carnage. Wahrscheinlich, ja. Es gibt viele Worte, die diesen Mann gut beschreiben. Aber auf jeden Fall sind freundlich und gnadenvoll keine davon. Und Lesnar ist taktisch clever, guckt sich nochmal seine gesamte Gegnerschaft hier im Ring an. Denn eine Sache, die man auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben muss, ist, Lesnar wird hier natürlich der Mann sein, den alle aus dem Match haben wollen. Ja. Und zwar so schnell wie möglich. Gunther natürlich auch. Ja, das wäre natürlich auch wichtig. Dann wäre ein neuer Champion garantiert. Und Gunther und Lesnar sind die ersten beiden hier. Der Champion und ja, der so ziemlich dominanteste Challenger, würde ich fast behaupten. Und Lesnar legt direkt los mit den Kniestößen und dem Sambo-Toss. Echter Haken in den Körper.
Fällt jetzt Gunther hier durch den Ring, aber Elbow Strikes zum Kopf. Jetzt in die Corner für Lesnar und die Chops. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ein komplettes Traummatch. Lesnar und Gunther gegeneinander zu sehen. Kann ja alles bei WrestleMania passieren. Absolut. Wenn von den beiden Champions ist. Oh, Dropkick. Und kommt schon in die Mitte rein. Und Gunther hat Lesnar in der Defensive. Ich kann nicht glauben, dass ich das sehe. Nummer 3. Edge, der Rated R Superstar. Und so wie Edge drauf ist, rennt er erstmal außerhalb des Rings lang. Big Boot gegen Gunther, gegen Lesnar. Gunther Irish Whip Lesnar in die Corner. Big Boot. Oh, Konter. Und jetzt kommt Edge dazu. Sieht den schwachen Moment von Lesnar gekommen. Fireman's Carry geht wahrscheinlich direkt für den F5. Aber der Konter von Edge. Jetzt kommt Gunther. Konter von Edge. Nächster Single Leg Dropkick. Schöner Dropkick. Vom Rated R Superstar. Gunther kommt an. Roll up. Oh, Konter von Edge. Kick out. Bei 2. Wer ist Nummer 4? Es ist der Almighty. Es ist Bobby Lashley. Und es geht direkt ins Chamber für Gunther. Und Edge tritt erstmal Lesnar. Oh, jetzt die Aktion von Edge, aber der Konter, ich meine der Wrestling Background. Von Lesnar ist klar, German! Auf den nackten, kalten Arena-Boden da draußen. Und Gunther macht hier auch keine Späße. Und da kommt das 5-2. Dijak oder Dragunov, es ist Ilya. Ilya Dragunov greift ins Match ein. Der ehemalige World Heavyweight Champion. So, Leapfrog davon Lashley. Zeigt seine gesamte Athletik. So. Für Lesnar geht es da gegen den Chamberpot. Und Edge. Oh no! Oh no! Da ist erst jetzt. Edge versucht seinen Finishing Move an Lesnar. Versucht ihn durch den Chamberpot zu spielen, aber alles, was er spielt, ist Glas. Und sich selber. Oh no! Und Edge sieht echt angeschlagen aus. Da kommt jetzt Lesnar rüber zu Gunther. Und Dijak zeigt schon an, wie lange dauert, brauche ich noch. Dijak kommt ins Match und Edge steht wieder und greift Dijak an. Oh, Impaler DDT auf dem harten Arena-Boden. Geht wieder gegen den Chamberpot, wieder der Punch von Edge und Edge hat nicht gelernt. Edge probiert's nochmal und diesmal klappt's. Dijak durch den Chamberpot. Ja, das hatte ich mir wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Als 36 kommen wir dann. Ja, das stimmt. Belly to Belly da jetzt gegen Gunther im Ring. Und Edge zieht Dijak aus dem Port, wird wahrscheinlich jetzt fürs Cover gehen direkt. Nein, macht er nicht. Da gibt's den Brocklock gegen Ilya. Oh! Jetzt das Cover gegen Dijak. Kick out. Ja. Was macht Gunther da auf dem Hunde auf dem Pott.
Oh mein Gott, Gunther ist auf dem Port und springt auch daneben. Heute Abend ist nicht der Abend der Highflyer. Cover von Lesnar nach dem F5 und es ist der Kickout von Lesnar. Oh, Edge. Ring vom Port trifft. Oh mein Gott. Dijak wurde von Edge einfach so fertig gemacht. Oh, Ilya, was hat Ilya davor? Rock und jeder vom Mann. Und Bobby Lashley schießt in seine Ecke. Oh, Full Nelson applied von Lesnar. Gunther kann den Griff lockern und schmeißt diese riesige Masse von Lesnar einfach über sich. Mittlerweile ein Five-Way-Match geworden hier. Ja. Und Lashley schmeißt Edge einfach mal unzeremonial aus dem Ring raus. Und genau dasselbe hat Gunther mit. Oh, mit Lesnar auch vor. Jetzt geht Edge wieder hoch. Oh, Edge geht wieder hoch. Auf die Box. Brock ist am Chamberport. Oh! Cover von Edge nach dem Crossbody. Two. Lashley is in trouble. Aber und noch nicht aus. Ilya und Gunther arbeiten jetzt hier zusammen. Oder auch nicht. Lashley jetzt mit Cover gegen Edge. Schöner Kick von Ilya. Dann gibt es jetzt wieder in den Ring. Ilya greift Gunther an. Lesnar ist stehend K.O. da im Ring. Chop jetzt von Gunther gegen Ilya. Choppt ihn weg. Das wieder Lesnar, aber der kriegt auch ein paar Chops ab. Also Schwimm. Lashley wird da ausgekontert von Edge in der Corner. Oh boy, Lesnar's in trouble. Oh, knee strike to the guts. Roll-up jetzt von Lesnar. Kick-out von Gunther und da geht's für Lashley in den Spear. In der Luft. Und Lashley ist out. Oh, da kommt Gunther an. Und schnappt sich erst eine Runde Edge. Eine Runde Edge. Bitte hier am Tisch 3 für Gunther. Jetzt muss kurz unter den Weg freiräumen, damit Lashley rauskommt. Und jetzt geht es vielleicht. In den, da will man nicht liegen. In den Chamberpot geht, zumindest ins Glas des Chamberpots. Oh, Kick von Gunther gegen Edge. Konter. Single Leg Dropkick und Ilya will da im Ring. Brock Lesnar ausschalten und der hat den Headbutt gesetzt. Aber Edge hat dann ein Problem mit Ilya anscheinend. Aber da kommt Gunther von hinten und geht für seine Bandit. Boom, boom. Und Edge. Kick out. Last kick out. Last second kick out. Aber Gunther. Gunther ist hier noch nicht fertig. Gunther geht für die Deadlift. Powerbomb again! Suplex City. Ja, stimmt. Suplex City gegen Ilya. Und oh mein Gott. Oh mein Gott! Und kick out von Ilya. Es kommt. Ilya ist noch im Match und Gunther auch. Oh no, aber Ilya ist glaube ich nicht mehr lange im Match. Ilya geht for a ride! F5! Ilya ist raus. Was hat Edge schon wieder vor? Lesnar und Gunther. Edge ist oben auf dem Pod. Oh, Gunther wird einfach weggeschmissen. Und Cover jetzt von Lesnar, aber. Und Edge joint the fray, springt einfach mal dazu. Oh, da kommt der Blut, aber da
Und auf einmal random der Legdrop gegen Edge. German! Edge sagt, nein, 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 mir geht's doch ganz gut. Der Dropkick. Und Gunther mit seiner Signature Pose. Und Edge klettert hoch und Gunther hat da keine Lust drauf. Was macht Gunther? Gunther klettert dazu. Oh, Edge rutscht da fast weg. Oh! Oh no. No! No! Oh mein Gott! Das Brock Lesnar nutzt. Auf einmal kommt Brock Lesnar an und arbeitet am Arm von Gunther. Aber der ist gerade vom Chamberpot, beziehungsweise von der Seite des Chambers einfach runtergeworfen worden. Aber Edge ist es egal. Gunther kommt wieder in den Ring, ist wieder am Start. Und Edge arbeitet an Lesnar. Schöne Aktion von Edge und Gunther wartet darauf. Elbow! Oh no, der geht daneben. Oh, Chop von Gunther. Gunther will Lesnar anscheinend für sich ganz alleine haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Edge da mitspielt. Schöner Big Boot. Und Edge setzt sich da in die Corner. Oh no! Top 10 Anime Betrayals von Gunther. Powerbomb! Oh mein Gott! Edge kickt aus der zweiten Powerbomb aus. Und Lesnar will jetzt anscheinend hier die Ass-Reste sich greifen, aber der Dragon Screw macht ungute Sachen mit dem Knie von Lesnar und Gunther wird jetzt hier aus dem Match geworfen, beziehungsweise aus dem Ring geworfen, so rum. Und Lesnar soll folgen, aber bounce zurück von den Seilen. Was hat Gunther jetzt vor? Oh, Lesnar liegt da perfekt. Oh no, Gunther! Gunther ist kein Highflyer. Also wirklich. Lesnar wird da in den Chamberpot immer wieder reingeschmissen, aber es interessiert den Mann irgendwie gar nicht. Versucht Edge einfach nur loszuwerden und will Gunther angreifen. Oh, aber da geht's wieder ins Chamber und auf den Boden. Alter, wie steht überhaupt Brock Lesnar noch? Die gibt's hier nicht mehr. Was hat Gunther jetzt hier vor? Schnappt sich Lesnar. Gegen den Port. Oh no. 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 Oh my God. Brock Lesnar is broken in half. Und Edge lauert da wahrscheinlich, so wie er nun mal ist, der Ultimate Opportunist. Gunther ist davon auch, glaube ich, ziemlich angeschlagen. Gunther scheint verwirrt. Oh mein Gott, Edge kommt. Oh no, Roll-Up. Oh, und Gunther kickt in letzter Sekunde aus dem Roll-Up aus. Belly to Belly da jetzt von Brock Lesnar. Oh mein Gott, da kommt Edge wieder angeflogen und diesmal trifft er. Aber Gunther will hier nichts wissen von Edge und wir haben hier ein extremes, insanes Triple Threat Match mittlerweile entwickelt. Oh no, no, no. Oh no. Es ist wieder gefährlich am Port, aber... Oh, ist ein Suplex City, nee, doch nicht, einmal. Ein Suplex von Lesnar, aber das ist auch häufig alles, was es braucht. Jetzt geht wieder in den Ring rein für Edge. Und Gunther liegt dann auch so. Also mittlerweile ist es irgendwie, ja, einfach nicht mehr vorherzusagen, wer hier dieses Elimination Chamber Match gewinnt. Gunther ist auf jeden Fall wieder da oben am Port am Start. Und Edge zieht Lesnar die Beine weg.
Irish Whip in die Corner. Und Edge freut sich. Und da kommt Gunther angeflogen. Oh my God. Holy shit. Es sind Lesnar und Gunther, die beiden letzten beiden, die auch angefangen haben in dem Match. Während Edge da so ein bisschen verwirrt hin und her geht. Und Gunther schmeißt jetzt hier Lesnar umher. Oh, Takedown. Ja, Lesnar ist schon einmal durch den Chamber Pot gespeert worden. Oh Gott, wird er jetzt umhergeworfen. Gunther ist schon von der Seite des Chambers runtergeschmissen worden. Also es ist einfach komplett insane, wie viel Chaos hier stattgefunden hat. Nächster Takedown von Lesnar gegen den Ringgeneral. Konter von Gunther. Oh. Und Gunther wartet darauf, dass Lesnar seine müden Knochen hochkriegt. Und wieder runter. Last Symphony. Auf den harten Boden. Aber es ist nur die 2. Wie zur Hölle macht Brock Lesnar das? Oder Achtung, wie ist das? Der Mann hat einfach die Ausdauer und die Schmerztoleranz von einem Bären. Oh no, F5. Coming up. Coming through. Neuer World Heavyweight Champion. No. Wie? Wie? Wie hat er es geschafft, ja? Lesnar jetzt mit dem Irish Whip gegen den Ringgeneral und der macht hier seinem Namen alle Ehre. Er hält so viel aus. Kommt jetzt wieder auf die Beine, zieht Lesnar den Arm weg. Knee Drop. Overhand Chop, Elbow, noch ein Overhand Chop und der Dropkick. Lesnar ist auf den Beinen. Oh, Gunther nimmt Anlauf. Was für eine Clothesline. Ach, und zwei geteilt. Gunther zieht da Lesnar jetzt zurecht. Oh no, Gunther hat einfach nicht genug. Gunther weiß nicht, wann Schluss ist. Aber ich befürchte, es wird auch was Besonderes brauchen, um Lesnar hier zu eliminieren. Gunther nimmt das Risiko. Und das hat sich ausgezahlt. Er hat ihn getroffen. What? Von Brock Lesnar. Gunther verzweifelt. Oh, an diesem Punkt. Last Symphony. Was hat er jetzt vor? Er will es mit dem Sprung beenden. Gunther will hier mit aller Gewalt World Heavyweight Champion bleiben. Ich habe keine Worte mehr dafür. Das stimmt mit Brock Lesnar nicht. Aus zum 3, das sind wir ausgekickt und dann noch den Sprung vom Pod runter. Man sieht auch, im Grunde hat auch keine Lust mehr. Oder keine Geduld. Alter. Brock Lesnar ist nicht von diesem Planeten. Das stimmt, das stimmt. Ich habe schon gesagt, es wird was Besonderes brauchen, um Brock Lesnar hier zu eliminieren, aber... Oh, Powerbomb! Auf den Boden. Gunther nutzt hier alles, was er zur Verfügung hat. Geht aus dem Ring raus und mit noch einer Powerbomb.
Und das war's. Und das war's. Gunther bleibt Champion und Imperium hat alle Titel. Oder? Attack, Gold und Champion. Was ein Match. Absolut gestört. Props an alle Beteiligten in dem Match. Props an Brock Lesnar. Absolut krass, aber dann natürlich am meisten Props an den Ringgeneral, an den Mann hier, an Gunther, der weiterhin euer World Champion ist. Na, die ersten werden die letzten sein. Ja, so ungefähr, genau. Okay, Leute, wir sind angekommen. Letztes Match, Match Nummer 7, Main Event von Elimination Chamber. Und wer soll anders drin sein als der Royal Rumble Gewinner, als der Mann, der Roman Reigns beim WrestleMania Pay-Per-View um die Championship challengen wird. Und wie ich auch schon vorher gesagt habe, ich habe Roman Reigns Titel-Run selten so in Gefahr gesehen wie durch diesen Mann hier. Einfach nur, weil der krasse Athletik mitbringt, Stärke, Schnelligkeit, alles Mögliche. Aber dann auch noch sein Finisher, den One-Winged Angel. Wir brauchen das nicht sagen. Halt. Crazy. Der Mann. Also mit anderen Worten, der Mann hier, der bringt alles mit. Was man braucht. Was man braucht, um WWE Undisputed Universal Champion zu werden. Das Problem ist bloß, dass ihm dann ein Mann entgegensteht bei WrestleMania, der ja quasi ungeschlagen ist im Universe Mode. Roman Reigns, der mithilfe von Lesnar da schon ganz schön viel erreicht hat und immer noch erreichen will. Aber heute Abend geht's nicht gegen Lesnar. Heute Abend geht's gegen den Right Hand Man von Reigns, nämlich diesen Mann hier. Las Vegas, Nevada, weighing in at 250 pounds, Solo Sikoa. Aber sowohl Heyman als auch Reigns sind am Start, sind hinten dran und unterstützen den Enforcer der Bloodline, unterstützen Solo Sikoa bei seinem Versuch, hier Kenny Omega das Leben zur Hölle zu machen. Und ich meine, Solo Sikoa hat durchaus das Potenzial, Kenny Omega zu schlagen. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit darf sich Solo Sikoa vielleicht auch ins Titelbild einmischen? Und inwieweit wird seine Loyalität dann gegenüber Roman Reigns in Frage gestellt? Das sind alles Fragen, die wir uns dann im Zweifel nach dem Match stellen können. Kenny Omega macht auf jeden Fall den Shawn Michaels und macht sich auf dem Turnbuckle bequem. Und wir sind underway mit unserem Main Event und Kenny Omega entwickelt die Fähigkeit zu fliegen. Oh Gott. Als One-Winged Angel? Ja, auf jeden Fall. Das passt ja eigentlich ganz gut. Und Solo legt direkt erstmal mit einem schönen Samoan Drop los. Und die Referee ist ein bisschen langsam für den Count, aber kommt dann dazu und es ist direkt mal eine 2 zum Anfang des Matches. Und Solo zieht sich da aus dem Ring zurück. Und Omega zeigt nur an. Bang! Das hat auch gemacht, Link. Und draußen ist der Tribal Chief, ist Roman Reigns. Feuert seinen Protégé an. Ja, sein Cousin. Schöne Close-Liner in der Corner von Solo in die Sit-Out Powerbomb ins Cover. One Kick-Out von Omega. Das kann Solo nicht so begreifen. Ich sag mal so, das hat schon die Chance, hier ein langes Match zu werden, wenn Solo Sikoa so weitermacht, wie er angefangen hat im Universe Mode. Hat Gunther zu seinen Limits gebracht in der Fehde um die Intercontinental Championship. Superkick out of nowhere, Cover von Solo gegen den Cleaner, gegen Omega. Es ist wieder nur die 2 und Solo wird jetzt schon mit Frustrationen kämpfen. Oh, was war das? Irgendwie ein Shoulder Tackle oder irgendwas. Omega mit interessanten Aktionen.
Ist Kenny aber langsam angekommen in dem Match, befürchte ich. Oh, Brainbuster! Auf dem Kopf gedroppt. Und Solo mit der... What? Mit der 1. Aber Omega lässt sich nicht frustrieren. Macht hier direkt weiter. Shooting Star Press. Konter von Sikoa. Ging aber auch ein bisschen aufs Knie. Aber der Dropkick hier, der geht nicht aufs Knie. Der geht nur ins Gesicht. Und Reigns und Heyman quatschen ein bisschen mit Solo und rennen dann rüber. Oh! Da wurde der Tribal Chief getroffen. Und Omega ist weit ab, geht aber durch Seil durch und landet schon jetzt wieder. Jetzt kommt Lesnar, Reigns. Und wirft ihn wieder rein. Ja, Reigns hat hier genug. Mehr erwartet. Sorgt aber auch nicht für die Disqualification. Aber sorgt auch wieder Solo Sikoa. Hier seinen schönen Samoan Drop landet. Two Count, Kick Out von Kenny. Und Solo ist nach und nach mehr frustriert. Das darf nämlich nicht passieren. Vor allem nicht gegen Kenny Omega. Dass er denn einfach nur sauer ist. Kick to the gut. Wer jetzt den Irish Whip und den kriegt Solo auch. Oh mein Gott, Samoan Spike on the outside. Kenny Omega wird von Samoan Spike einfach mal komplett überraschend getroffen. Und liegt im Ring quasi bewusstlos, nach Luft ringend. Die Bloodline bespricht sich da weiter. Wir sind bei 6. Und Solo wirkt ein bisschen unentschlossen, geht aber jetzt dann endgültig dann doch fürs Cover. Gegen Omega. Der sieht ziemlich K.O. aus. Augen sind trotzdem noch offen. Gerade so, hätte nicht so lange gebraucht. Er hat sich aber nochmal besprochen mit seinen... Mit seinen Leuten. Ja. Ist jetzt auf der Middle Rope, aber Omega holt ihn da runter. Schöner Snapmare von Kenny. Geht jetzt ins Seil, kommt zurück. Will den Shining Wizard, aber Solo Sikoa ist erfahren genug, um dem Ganzen auszuweichen. Auch wenn er nur relativ kurz dabei ist. Und beide zeigen sich hoch. Aber der Spinning Heel Kick von Solo geht nochmal ins Seil, nimmt nochmal Anlauf. Oh, der Headbutt. Und Kenny Omega ist einfach schon echt benommen. Ich meine, das Problem mit diesem Samoan Spike ist halt einfach, dass du die Luft nicht mehr so gut bekommst. Deine Ausdauer ist einfach extremst beeinflusst. Kenny Omega geht jetzt hier auf die Provokation von Solo ein, geht hinterher und wird da hart an die Barricade geschmissen. Ja, das ist nicht so gut aus für Kenny gerade. Paul und Roman wissen nicht, wohin. Oh, das ist nicht um. Und Omega landet, wenn auch nur knapp, aber er schafft's. Und Kenny zeigt nur an, bang, ich bin bereit. Oh, rennt aber relativ clumsy in Solo, weicht aber dann aus. Oh, da ist der V-Trigger. Aber Solo ist direkt wieder oben. Dropkick. Solo bleibt oben. Kenny Omega muss sich hier was anderes einfallen lassen. Double Underhook. In den... Oh, no. No. Oh, my God. Piledriver. Jetzt ist Solo in der Defensive. Solo auf der Corner. Konter um Konter hier von den beiden. Oh, geht für den nächsten V-Trigger, wird aber von dem Spinning Heel Kick komplett überrascht. Nächster Samoan Spike. Konter! Oh, V-Trigger wird auch gekontert. Kenny Omega ist hier ein bisschen verzweifelt. Die Clothesline. Raus aus dem Ring.
Gut, direkt wieder rein. Und ins nächste Samoan Drop. Alter, Kenny Omega. Kann einfach zu viel wegstecken, viel zu viel für sein eigenes Wohlergehen. Kommt jetzt langsam wieder auf die Beine und Solo ist sich da noch am Freuen. Ich hatte mit seinen Leuten gesprochen, aber jetzt wieder eingerollt. Alter. Okay, oh. Das war aber knapp für Solo. Trigger! Connected. Und nochmal. Nein! Aber jetzt gegen Omega, 2-Count, Kick-Out, schon wieder. Der Street Champ weiß sich langsam nicht mehr richtig zu helfen anscheinend. Omega ist wackelig auf den Beinen. Und nächster Samoan Spike. Und die Drohne mit Pony draußen. Alter. Damit kriegst du einfach jeden besiegt, aber irgendwie Kenny Omega gerade nicht und ich weiß nicht, was er gerade dagegen macht überhaupt. Alter, Running Clothesline von Solo, also es ist einfach nur noch One-Sided Beatdown hier, wird einfach nur noch zusammengeschlagen, der Omega. Aber er kann immer wieder, kommt immer wieder raus. Ja, es ist nicht, er ist nicht ganz weg, aber es ist schon gefährlich nah am technischen K.O. fast schon. Omega nimmt da jetzt irgendwie Anlauf. Oh mein Gott, oh no, er trifft wieder Roman. Ich weiß nicht, ob das nicht so... Oh, Roman will da Rache. Oh, das ist alles super gefährlich hier. Der wollte Solo den Kenny rauswerfen, damit er sich wieder mit Roman beschäftigt. Ja. Alter. Und jetzt kommt Roman rein. Jetzt ist Roman da und jetzt gibt's hier den Stress. Den Stress zu WrestleMania, der Roll-Up von Solo. Für die 1, für die 2, für die 3, nein. Oh, Konter in den Superkick. Oh, V-Trigger! Und Solo ist down. Aber steht wieder auf. Und wieder down. Rechte Hand von Omega. Und Solo bleibt nicht unten. Alter! Nächster Konter von Omega. Omega muss hier irgendwie eine Strategie finden. Geht jetzt gegen das Bein von Solo. Clever von Omega, aber jetzt ist Reigns wieder da. Und jetzt gibt es hier das Wortgefecht zu Reigns. Reigns greift Omega aber nicht an. Was schlau ist. Ja, eigentlich müsste aus der Sicht der Bloodline müsste Paul Heyman da irgendwie die Referee ablenken. Jetzt ist aber Omega wieder bei Solo. Oh, da gab es die Powerbomb und da gab es den nächsten V-Trigger. Und Solo is in trouble. Rope Break. Was? Ich glaube, langsam wird sich Kenny Omega Gedanken machen über die Nuclear Option. Über die letzte Option. Über den One-Winged Angel. Und Solo hat ein Problem, denn Omega hat Solo bereit. One Winged Angel. Hakt das Bein ein. Und das war's. Und das war's. Guter Gegengehalt von Solo, aber am Ende. Vielleicht ist Junge wieder. Und Kenny Omega freut sich über diesen monumentalen Sieg hier beim Elimination Chamber Pay-Per-View
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Roman Reigns ärgert sich ein bisschen außerhalb zusammen mit Paul Heyman. Ich hoffe, ihr ärgert euch auf jeden Fall nicht. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Grüßt den Marvin und danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Bitte, bitte. Ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge auf dem Weg zu WrestleMania. Ciao! Ciao.